Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen, ja, wieder zu einer ganz neuen Folge Erlengrad, das Alpine DLC. Heute wird's, ja, eigentlich spannend, denn wir haben ganz zum Schluss ein paar Outtakes drin, weil mir sind hier Sachen passiert, die passieren mir eigentlich fast nie. Aber ja, könnt ihr dann selber sehen, ist ganz am Schluss, ja, mal einfach mit angehangen, so ein paar Outtakes. Und ja, was machen wir heute? Wir werden natürlich, wie es schon der Titel verrät, ein neues Gebäude bauen. Welches das sein wird, seht ihr dann gleich in ein paar Minuten. Wir sammeln jetzt erstmal ganz schnell noch ein bisschen Heu ein, bringen mal eine Fuhre noch weg. Und ja, und dann schauen wir mal. Also ich will auf alle Fälle diese Wiese heute leer haben, will das Gebäude einfach mit dazu bauen. Und ja, dann schauen wir mal, wie es wird. Ich habe ein bisschen an den grafischen Einstellungen dran rumgebastelt und hoffe, dass es ein bisschen schöner aussieht. Für mich ist immer noch unvorstellbar, warum der nicht in 16:9 hier aufnimmt. Ich verstehe es einfach nicht. Und es ist alles ordentlich eingestellt. Aber ja, okay, gut. Ganz komisch. Also bei mir wird es jedenfalls nicht in 16:9 angezeigt. Komisch. Aber ihr Lieben, wie war eure Woche? War es schön? War alles toll? Wie viel Schnee liegt bei euch? In Österreich habe ich jetzt letztens ein Video auf YouTube gesehen, liegen ja manchmal 4 Meter nicht nebeneinander, nein, sondern übereinander. Stellt euch das bei uns mal vor. 3 oder 4 Meter übereinander, das ist krank. Und da komme ich eigentlich auch schon zur ersten Frage für heute an euch, die Community und meine lieben Zuschauer, die das angucken. Sollen wir hier in Erlengrad den Seasons Mod mit draufnehmen? Was denkt ihr? Also meine Meinung ist ja eigentlich, ohne jetzt natürlich euch irgendwo zu beeinflussen, ne, ist klar, aber meine Meinung ist eigentlich ja, weil aus 2 Gründen eigentlich. Zum einen haben wir es dann noch realistischer. Ne? Ich liebe ja realistisches Spielen. Soll ein Simulator sein und er soll ja Realistik simulieren. Das geht natürlich mit Wetterverhältnissen umso besser. Und ich denke, also ich gehe davon aus, dass die Map jetzt hier Seasons Ready ist. Ich habe noch nicht drauf geguckt, aber ich gehe mal einfach davon aus. Und ich denke, dass wenn in den Alpen Schnee liegt, also wenn es dann mal schneit hier im Seasons Mod, dann glaube ich einfach, dass das ja richtig gut aussehen könnte. Ne? Also ich denke mal, dass das wäre eigentlich eine geile Geschichte. Ja, schreibt es mir mal in die Kommentare, ob wir es versuchen sollen. Wie gesagt, ich gucke natürlich erstmal, ob die überhaupt Seasons Ready ist. Wenn ja, und ihr sagt, ja komm, hau drauf das Ding, dann hauen wir es mit drauf. So sieht's nämlich aus. Hatte euch natürlich auch letzte Woche noch versprochen, immer mal ein paar Fun Facts mit einzustreuen. Und das habe ich ja euch sogar noch mehr versprochen. Nämlich habe ich gesagt, es wird ein bisschen sportlich. Also ich gebe es zu, ich bin kein Fußballfan. Ich bin sowieso eigentlich kein Sportfan. Früher mal Formel 1, aber gut, das ist schon lange her. Und ich habe mir mal was rausgesucht dazu, ob Österreich überhaupt irgendwie mal im Sportbereich ja namentlich erwähnt wurde. Und wusstet ihr eigentlich, dass Österreich inoffizieller Fußballweltmeister war? Und das nämlich 1931. Offizieller Fußballweltmeister, steht da, waren sie leider noch nie. Zweimal haben sie sich zwar für die WM qualifiziert, sind aber in den Vorrunden rausgeflogen. Und da habe ich so überlegt, Österreich und Fußball bringt man, glaube ich, nicht in Verbindung. Oder was meint ihr? Also ich bringe Österreich mit Fußball, glaube ich, überhaupt nicht in Verbindung. So, okay, wir sind ja fast zu weit voll. Ich mache jetzt noch so ein paar kleine Ecken weg, die ich hier so vergessen habe, sage ich mal, oder wo wir nicht gleich rangekommen sind. Und dann gehe ich nochmal verkaufen, obwohl das
hier, glaube ich, nicht sinnvoll ist, für so eine Fuhre 1000 Euro da zu haben. Ich glaube, das ist Quatsch. Also eigentlich sinnfrei. Deswegen würde ich da jetzt auch nicht viel mehr dann verkaufen. Wir brauchen ja sowieso dann später für die Tiere. Also ich will hier einen komplett ausgestatteten Hof haben. Wir müssen mal gucken. Wir kriegen wahrscheinlich bei dem Hof jetzt nur einmal Stall hin. Ich muss mal sehen. Oder ich müsste dann natürlich irgendwie, sag's mal, so Terrain bearbeiten und so. Also, dass wir wirklich hier ein bisschen umbauen und umstrukturieren die ganze Geschichte, das wäre wahrscheinlich schon interessant. Was mich auch reizen würde, ich habe mich damit noch nicht viel beschäftigt, wäre so ein paar Produktionen mal mit reinzunehmen. Also so Fleischerei und so diese Geschichten würde mich eigentlich ziemlich interessieren, muss ich ehrlich sagen. Natürlich will ich diese Map erstmal komplett mein eigen nennen, also das heißt, ja, alle Felder gekauft haben, hier dann auch BGA und so weiter gekauft haben, also das ist schon für mich mal wichtig. Und ja, schauen wir einfach mal, wie sich das Ganze so anlässt. So, ich habe mit meinem Shader auch mal ein bisschen rumexperimentiert. Ja, gefällt mir immer noch nicht so ganz top, muss ich sagen. Aber ja, ich denke, könnte schon interessant sein, hier und da noch ein bisschen was rauszuholen natürlich aus der Grafik. Meine Grafikeinstellungen sind alle auf volle Kanne, also eigentlich ziemlich hoch alles. Deswegen müssen wir halt mal sehen. So, jetzt fahren wir das ganze Zeug mal weg und schauen einfach mal, wie viel wir da heute bekommen. So. Weil wir gerade... ein Schande. Hier geht's schon los. Also, die Folge, die war ein bisschen... Naja, okay. Die war ein bisschen krass. Entweder habe ich getrunken oder keine Ahnung. weil wir gerade vorhin von Schnee gesprochen haben. In Österreich gibt es ja den Ötzi. Ne? Das Ötztal, und da haben sie ja diese Gletschermumie auch gefunden, den Ötzi. Und wusstet ihr eigentlich, dass der an Laktoseintoleranz gelitten hat? Das ist nämlich unfassbar, was da Wissenschaftler heutzutage alles rausfinden können. Nach so und so viel Hunderten von Jahren haben die rausgefunden, dass der Ötzi an Laktoseintoleranz gelitten hat. Das ist natürlich krass. Also für mich jetzt nicht, dass der Laktoseintoleranz hatte, sondern für mich ist eigentlich eher gesagt krass, dass die Wissenschaftler das heute rausgefunden haben. So, okay, und jetzt kommen wir zum ersten Gebäude hier auf Erlengrad. Ich bin stolz drauf, dass wir das erste Gebäude bauen, nämlich das Heulager. So, und ich habe mir jetzt diese Stelle rausgesucht, weil die, glaube ich, so am sinnvollsten ist. Wir können dann natürlich später nochmal ein bisschen umbauen, die ganze Sache. Aber ich habe offscreen mal ein bisschen hin und her probiert und ich glaube, die Stelle ist jetzt einfach wirklich am sinnvollsten. Wir fahren direkt runter vom Feld, können das dort abkippen, können rückwärts dann hinten ranfahren, wenn wir es für unsere Tiere und für Produktionen dann brauchen später. Ich glaube einfach, dass das sinnvoll ist. Okay, ich probiere jetzt mal noch so ein bisschen hin und her, ob das, wo es am schönsten aussieht, aber ich glaube, so hier passt das ganz gut. Ich mache jetzt gleich mal noch ein paar Screenshots, werdet ihr sehen, weil das einfach, ja, das fügt sich gut in die Landschaft ein. Also ich finde das eigentlich ziemlich toll. Wir werden aber trotzdem hier mal noch ein paar Mods draufnehmen an Gebäuden, die vielleicht irgendwo noch ein bisschen mehr bayerisch oder österreichisch aussehen. Vielleicht habt ihr ja sogar, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, irgendwo noch eine Idee, oder könnt mir einen Mod empfehlen, der sich da eigentlich ganz gut eignet dafür. Der hier sieht natürlich so ein bisschen mitteldeutschlandmäßig, hoch mehr dann in den Norden aus. Das können wir auch nochmal austauschen, die ganze Sache.
aber ich glaube einfach, das passt jetzt erstmal so ganz gut für den Anfang. Weil ich will das, was jetzt noch auf dem Feld liegt hier oben und natürlich das andere Feld muss noch gemacht werden, also muss noch gemäht werden und unten das Feld, was wir an unserem Hof noch dran haben, natürlich auch. Das will ich alles jetzt da reinlagern erstmal, damit wir dann eigentlich so in den nächsten 3-4 Folgen schon die ersten Tiere uns holen können. So, und da komme ich schon zur nächsten Frage. Ja, ihr Lieben, was wollen wir uns holen? Wollen wir uns Schafe holen? Wollen wir uns Hühner holen? Obwohl Hühner grenze ich hier jetzt mal aus, weil die hole ich mir sowieso. Also, heißt Schafe, Kühe oder Schweine. Was meint ihr? Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, würde mich freuen. Ihr sollt ja inaktiv dabei sein. So, okay. Ich mache heute mal kein Speed-Video, sag ich mal. Ne, also vorspulen tun wir heute mal nicht Speed-Bild. Weil ich glaube einfach, ja, so ein bisschen Landwirtschaft hier tut uns ganz gut in der wunderschönen Gegend von Erlenkraut. Und ich kann euch noch ein paar Fun-Facts erzählen, weil ich habe mal nachgeschlagen. Mich interessiert die Stadt Wien. Ich war noch nie in Wien, aber ich würde einfach gerne mal nach Wien fahren wollen und mir die Stadt angucken. Zurzeit wegen Corona geht es natürlich nicht, aber ich hoffe ja, dass wir irgendwann wenigstens dann nächstes oder übernächstes Jahr mal wieder reisen können. So, und ich war in Österreich schon an sehr vielen Orten. Ne, ich habe das Zillertal gesehen, wir haben das Kaunertal uns angeguckt, wir kennen die Steiermark, wir kennen das Salzburger Land. Und. Aber ich war noch niemals in Wien. So, und in Wien steht ja der Stephansdom. Und der wurde teilweise mit Wein gebaut. Ja, ihr habt richtig gehört, mit Wein. So, und wie das funktioniert hat, das will ich euch mal ganz kurz vorlesen. Recycling vom Feinsten. Und das schon 1450. Also ihr müsst überlegen, 1450 haben die schon Recycling gemacht. Der schlechte Jahrgang durfte nicht weggeschüttet werden und wurde daher genutzt, um den Kalk zu löschen, mit dem das Fundament für den Nordturm gebaut wurde. Prost, sage ich dann nur. Heißt also, wenn ihr aus Wien seid oder ihr reist mal nach Wien und guckt euch den Stephansdom an, dann guckt euch doch einfach mal das Fundament vom Nordturm an, stellt euch mal davor, macht ein Bild und dann könnt ihr sagen, 1450, wo das gebaut worden ist, ist dieser Kalk, den ihr dort seht, mit Wein abgelöscht worden, weil es einfach ein schlechter Jahrgang war und die damals Wein nicht wegschütten durften. Finde ich eigentlich ziemlich gut. Also ich bin sowieso jemand, der Lebensmittel nicht wegschmeißt. Ich hasse es, Lebensmittel wegzuschmeißen. Ich weiß nicht, wie ihr das draußen seht, aber ich kann damit nicht umgehen, wenn bei mir irgendwas schlecht geworden ist und ich muss es wegschmeißen. Es ist furchtbar. Wirklich echt furchtbar. Ja, und es gibt natürlich in Wien noch mehr zu entdecken. Zum Beispiel, dass dort einige Ampelfiguren zu zweit, nämlich auch gleichgeschlechtliche Paare zu sehen sind. Und das ist einfach nur großartig und verdient ganz viele Sympathiepunkte, finde ich. Anfangs sollten die neuen Ampelmännchen nur anlässlich einer Veranstaltung angebracht werden. Mittlerweile sind sie aber dauerhaft installiert. So, und wenn die Ampel auf grün schaltet, leuchtet zwischen den Paaren übrigens ein Herz auf. Ist das nicht toll? Ich finde sowas einfach nur niedlich und schön. Wenn wir aber schon bei Ampeln sind, wenn ihr schon mal in Österreich wart, ich finde ja diese... Also bevor das umspringt auf Gelb und dann auf Rot, blinkt ja dieses Grün einfach mal ein bisschen auf. Und das finde ich ehrlich gesagt cool, das finde ich geil, das würde ich mir für Deutschland wünschen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich fahre oft an Ampeln ran, wo ich schon sehe, oh, da ist ein Ampelblitzer und denke mir schon von Weitem, was machst du jetzt, wenn das umschaltet? Bremst du noch oder bremst du nicht mehr? Hoffentlich schaltet es nicht um. So, ich fahre eigentlich ganz sehr gern Auto. Ich fahre am Tag wahnsinnig viel Auto. Schon viele tausende Kilometer unfallfrei.
Aber trotzdem, das sind so Situationen, die einfach für mich furchtbar sind. So, okay, wir befüllen das erste Mal jetzt unser Heulager hier. Und das wird natürlich ganz interessant, weil, ich muss es zugeben, ich habe im LS19 so ein Heulager noch nie besessen. Und ja, das ist einfach ganz cool und deswegen will ich das Ganze jetzt hier einmal richtig aufbauen, um ja einfach vielleicht sogar mal jedes Gebäude einfach hier in Erlengrad mal kennenzulernen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz interessant. Natürlich auch das Hofgebäude, das wäre wichtig dann, um zu schlafen, um einfach die Nacht auch zu überbrücken. Was mich aber natürlich interessiert, das wäre natürlich mal eine Variante, wenn es hier Nacht wird. Ob die das eingebaut haben, dass auf den Bergen oben zum Beispiel Almhütten oder Berghütten beleuchtet sind. Das wäre mal interessant rauszufinden. Könnte man vielleicht mal in der nächsten Folge machen. Dass wir da einfach mal kurz vorspulen in die Nacht rein und mal gucken. Also ihr seht, ich habe heute ein Problem mit dem Fahren, aber ein riesengroßes Problem mit Fahren. Ich weiß nicht, warum das so ist. Nervt mich, habe ich gesagt, gerade selber ein bisschen. Ey Gott, nee. So, jetzt ziehen wir noch unsere Bahnen hier so ein bisschen hin und her und hin und her. Und ja, gucken mal noch, was wir vielleicht noch so euch erzählen können. Ah ja, Wien waren wir ja. Und in Wien sind, ich sag mal, sehr viele skurrile Dinge. Denn im ersten Wiener Bezirk befinden sich 3 Klos, also 3 WCs, unter Denkmalschutz. Die Toiletten stehen unter Denkmalschutz. Und da stellt man sich ja 3 Fragen. Kann man die besichtigen? Möchte man die besichtigen? Werden die noch gereinigt, wenn sie unter Denkmalschutz stehen? Das ist die Frage. Müsste man sich eigentlich mal damit beschäftigen, wo genau die stehen? Das würde mich sogar mal interessieren. Also, ich glaube, wenn ihr mal nach Wien reist, dann macht mal Folgendes. Geht einfach mal ins Internet, bei Google rein, schreibt euch mal Fun Facts zu Wien auf, ne, druckt euch das aus und versucht die Orte mal in Wien zu finden. Auf meinem anderen Kanal, der wird jetzt umbenannt, der heißt eigentlich SK World, der wird aber demnächst Activity World heißen. Dort gehe ich solchen Fragen eben genau nach. Also das heißt, dort überlege ich, wo gehe ich mal hin, was zeige ich dem Zuschauer einfach mal, welche Wanderwege zeige ich da. Und auch Städte, ne, in verschiedenen Seasons, sage ich jetzt mal, also zu Weihnachten, im Winter, im Sommer und so weiter. Der Kanal wird gerade aufgebaut, den verlinke ich euch jetzt hier oben einfach mal. Und da könnt ihr mal drauf gehen, könnt mal abonnieren, weil da wird in Zukunft wahrscheinlich, also ja, viel interessanter Content kommen. Wir waren jetzt gerade unterwegs, mal richtig bei uns im Erzgebirge im Schnee, im Wald, einfach mal zu gucken, entschuldigt bitte, einfach mal um zu gucken, ja, wie ist da das Feeling im Wald, also ich liebe ja den Schnee, ich liebe auch den Winter und ich liebe unsere komplette Region hier einfach und ich liebe es eben auch rauszugehen und da so ein bisschen Activity halt zu machen und ja, ich besitze noch nebenbei einen Garten, auch da werden wahrscheinlich so ein paar Projekte mal kommen, wo wir dann ein Tomatenhaus bauen und so weiter und so fort, halt einfach alles, was mit Aktivität, mit Activity zu tun hat und ist das Pendant zum Game World Kanal natürlich, Activity World. Wie gesagt, verlinke ich euch oben. Guckt einfach mal drauf, würde mich freuen. Natürlich auch, wenn ihr hier nicht verpassen wollt, wie wir unseren Hof weiter aufbauen und ihr mitbestimmen wollt, das ist ja das Wichtige, ihr sollt interaktiv mit dabei sein und sagen, wo stellen wir ein Gebäude hin, welche Traktoren kaufen wir uns als nächstes und, wenn ihr
damit bestimmen wollt, einfach unten mal abonnieren klicken und auf die Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr. Ich zum Beispiel frage natürlich immer im Voraus, was machen wir als nächstes? Und da könnt ihr euch schön mit dran beteiligen. Würde mich freuen, wenn ihr dabei mitwirkt. So, also wie gesagt, die nächste Frage wäre halt, wollen wir uns den Seasons-Mod mit draufziehen, wenn das alles funktioniert? Ja oder nein? Schreibt es mir einfach mal unten in die Kommentare. Ich liebe es, das natürlich dann auch zu lesen, und jeder von mir, jeder kriegt eine Antwort. Definitiv. So, okay, jetzt sind wir ja eigentlich schon so weit am Ende für diese Folge. Und ich schneide euch einfach noch ein paar Outtakes mit rein. Und freue mich natürlich, wenn ihr dann wieder dabei seid, wenn es heißt Alpin DLC hier im LS19, ihr Lieben. Macht's gut und ja, am Dienstag, genau, am Dienstag kommt die nächste Folge Hof Generation. Bis dahin, macht's gut und auf Wiedersehen. Tschüssi!